Eigentlich sind wir jetzt mit Kapitel 3 am Ende, aber zum Abschluss möchte ich vielleicht doch noch ein paar warnende Worte sagen, dass nämlich, obwohl man jetzt das Gefühl hat, man hat eigentlich alles über Diagonalisierung oder fast Diagonalisierung in Jordanform von Matrizen verstanden und auch die Anwendung auf Differentialgleichungssysteme mit linearen Koeffizienten, muss man vielleicht manchmal doch ein bisschen vorsichtig sein und man sollte auf Überraschungen gefasst sein. Ne? Und das ist halt mehr in dem Rahmen von numerischen Instabilitäten. Das heißt, wir können hier alles exakt berechnen, aber wenn man das natürlich numerisch macht, dann macht man normalerweise kleine Fehler und dann ist es natürlich wichtig zu sehen, wie wirken sich diese Fehler aus. Ne? Und da will ich jetzt nur ein, zwei Bemerkungen dazu machen, damit man das vielleicht auch mal gesehen hat. Echt? Betrachten wir zum Beispiel mal die folgende Matrix und die hängt vom Parameter a, von der reellen Zahl ab. Ja. Das ist einfach eine 2x2 Matrix, wo ich 1 und a auf der Diagonalen habe und hier oben habe ich eine 1. Gut, und jetzt ist die Frage, was ist die Diagonal oder die Jordan-Form davon? Hier unten steht natürlich eine 0. Und natürlich, wenn a gleich 1 ist, dann ist es einfach die Jordan-Form. Aber wenn a verschieden von 1 ist, ich meine, was ich hier auf der Diagonalen sehe, selbst wenn ich hier oben die 1 habe, sind ja immer die Eigenwerte. Ja? Wenn a gleich 1 ist, gut, dann hat die 1 halt eine doppelte, ist ein doppelter Eigenwert, und dann habe ich halt diese Jordan-Form. Wenn aber a verschieden von 1 ist, dann ist natürlich 1 und a sind zwei verschiedene Eigenwerte. Ja, und dann kann ich das Ding natürlich diagonalisieren. Ja, das heißt, ich kriege also hier, je nachdem, ob a gleich oder verschieden von 1 ist, sehr verschiedenes Verhalten. Ja, das ist nämlich die Jordan-Form von dieser Matrix. Die sieht dann folgendermaßen aus. Also die Jordan-Form von a ist halt gegeben durch das Folgende. Und zwar, wenn a gleich 1 ist, dann habe ich sie gleich in der Jordan-Form hingeschrieben. Dann habe ich also hier 1, 1, 1 und 0. Ne? Und da wissen wir ja, das ist eine Matrix, die können wir nicht diagonalisieren. Ja, aber andererseits, wenn a verschieden von 1 ist, dann wissen wir, das Ding hat zwei verschiedene Eigenwerte, nämlich 1 und a, und wir können es diagonalisieren und die Eigenwerte stehen auf der Diagonalen. Und die Jordan-Form ist dann natürlich einfach die diagonalisierte Form. Dann heißt die Jordan-Form oder die diagonale Form davon ist dann einfach 1a und hier oben steht eine 0. Ne? Also ich kann das Ding da oben so transformieren, dass ich diese Gestalt kriege. Das wissen wir aufgrund von unseren theoretischen Überlegungen. Und das habe ich halt für a verschieden von 1. Ja, und das sagt uns halt, meint es a kann ja sehr nah bei 1 sein, muss nur ein ganz klein bisschen verschieden von 1 sein und schon springt die Jordan-Form quasi von hier nach hier. Ne? Und das ist natürlich ein sehr unstetiger Übergang. Das heißt, die Jordan-Form ist eigentlich was Unstetiges und insbesondere ist die instabil unter kleinen Störungen. Nicht? Also wenn ich die Matrix 1, 1, 1 nehme, und ich mache dann nur eine ganz kleine Störung dazu, ja, was dann zum Beispiel diese 1 hier ein bisschen ändert, dann ändert sich die Jordan-Form. Und das heißt natürlich auch, wenn ich numerisch die Jordan-Form berechnen will, dann muss ich auch darauf vorbereitet sein, dass es numerisch vielleicht eine sehr instabile Sache ist und ich mir da schon ein bisschen, bisschen Vorsicht walten lassen muss. Ich, also die Quintessenz von dem hier ist halt, dass die Jordan-Form ist halt unstetig. Nicht in dem Sinne, kleine Störungen in der Matrix können ja eine große Änderung in der Jordan-Form zur Folge haben. Ja gut, und natürlich das Problem, ja was ist das Problem? Ist halt, wenn es a verschieden von 1 ist, dann kann ich natürlich die Matrix da oben auf diese Form hier bringen, durch eine Basistransformation, aber natürlich die Elemente, die zwei Basiselemente, die ich habe, die explodieren gewissermaßen, wenn das a gegen 1 geht. Nicht? Also vielleicht schreibe ich die auch mal hin. Was sind denn die Eigenwerte, die Eigenvektoren in dem Fall? Ne? Da habe ich ja zwei. Und wenn dann a gegen 1 geht, muss ja einer von denen verschwinden. Ne? Und warum verschwindet der? Der verschwindet halt, weil die ganze Sache irgendwie explodiert. Nicht? Also die Eigenvektoren für a verschieden von 1, das ist natürlich die 1, 0, ja, das ist einer. Und der bleibt natürlich auch bestehen, wenn a gegen die 1 geht.
Und dann habe ich aber noch einen zweiten. Und der hat die Gestalt 1 durch a minus 1 und 1. Ja, das ist also, wenn a verschieden von 1 ist, ist es auch ein Eigenvektor dafür. Aber natürlich, wenn ich jetzt a gegen 1 gehen lasse, dann macht der keinen Sinn mehr. Der wird beliebig groß in der ersten Komponente, der explodiert. Ja, und das ist natürlich der Grund dafür, dass der Übergang von hier nach hier bei kleinen Störungen, naja, dass die Eigenvektoren und damit auch die diagonalisierende Transformation, dass die nicht überlebt, ne? dass die nicht stetig ist. Also das hier, ich meine, diese Matrix da oben konvergiert natürlich gegen diese Matrix, wenn a gegen 1 geht, aber die Basistransformation, die mir das in Jordan-Form bringt, die beinhaltet halt diesen Vektor und es explodiert und macht keinen Sinn mehr, wenn a gegen 1 geht. Also in dem Sinne ist es halt so, dass die Jordan-Form, wo ich wirklich Jordan-Kästchen habe, wo ich 1er habe, dass das eigentlich eine Sache ist, die unter kleinen Störungen sehr anfällig ist und typischerweise verschwindet. Von daher kann man es fast so sehen, dass typischerweise Matrizen eigentlich diagonalisierbar sein sollten. Denn selbst wenn sie es nicht sind und sie haben eine wirkliche Jordan-Form, unter kleinen Störungen geht es eigentlich weg. Ja? Okay, also von daher, die meisten Matrizen, wenn ich zumindest mit denen numerisch oder so rechne, sind eigentlich diagonalisierbar. Gut, aber selbst für diagonalisierbare Matrizen habe ich natürlich dieses Problem, dass die Matrizen eventuell sehr nahe bei nicht diagonalisierbaren Matrizen sind. Also zum Beispiel haben sie zwar Eigenvektoren, aber der eine explodiert und das kann dann auch zu gewissen Phänomenen führen, die vielleicht sehr unerwartet sind. Na, das heißt, das Problem ist eigentlich, bei meiner diagonalisierbaren Matrix hier habe ich zwar zwei linear unabhängige Eigenvektoren, aber diese Eigenvektoren, die können sich eigentlich sehr nahe kommen. Ja? Das heißt, wenn a sehr, sehr nah bei 1 ist, dann ist das hier eigentlich fast ein Vielfaches von dem. Ja? Nicht wirklich genau, aber doch fast. Und damit habe ich zwei Eigenvektoren, die sind zwar linear unabhängig, aber die sind irgendwie sehr nah zusammen. Insbesondere sind sie sehr weit davon entfernt, senkrecht aufeinander zu stehen. Und oft die Vorstellungen, die man hat über das Verhalten von Systemen, die durch Matrizen bewegt werden, ist eigentlich eine Vorstellung, die eher von orthogonalen Eigenvektoren herkommt. Und wenn die nicht orthogonal oder im anderen Extremfall sehr nahe beisammen liegen, dann können da Phänomene auftreten, die eigentlich vielleicht doch unerwartet sind.